It's me, Unicorn. Und wie versprochen zeige ich euch jetzt meine Idee, wie ich diesen Gürtel von Tomb Raider perfektioniere wegen dieser Schnalle. So, ich habe hier einen Dolce und Gabbana Gürtel, den ich noch nie getragen habe und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der gehört nämlich auch gar nicht mir, sondern meinem Bruder. Den habe ich nur irgendwann mal mitgehen lassen. Warum auch immer, getragen habe ich ihn trotzdem ja nicht. Der Gürtel ist schon noch ein bisschen beschädigt, also ich gehe auch mal davon aus, dass das ein Imitat ist. Ich glaube nicht, dass das ein echter Gürtel ist und deswegen habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, den weiter zu verarbeiten. Ich habe jetzt zwei verschiedene Ideen. Die eine Idee wäre, dieses hier abzuschleifen irgendwie und ja, da bräuchte ich aber erst ein Schmirgelpapier, das müsste ich mir erst noch besorgen, das habe ich gerade noch nicht. Also abzuschleifen und dann mit diesem Gold Chrome Spray anzusprühen, sodass wir eben diese goldene Schnalle haben. Oder die zweite Idee war es, hier jetzt diese quadratische Form noch etwas übertriebener auszuschneiden, also dass das richtig krass groß aussieht. Wie das eigentlich bei Tomb Raider auch aussieht, die hatte so eine übertrieben krass große Schnalle einfach. Dass wir diese hier ausschneiden jetzt, dann einsprayen und auf diese Schnalle draufkleben. Dann, ja, ich weiß es halt nicht, wie es am Ende aussehen wird, ob es dann dieses, was jetzt ja metallisch ist, ob es das dann von der Qualität her ein bisschen herunterschraubt, also vom Optischen halt, oder nicht. Also es wäre an sich die perfekte Größe, perfekte Schnalle. Wir haben die ja auf diesem letzten Bild per Photoshop eingegoldet und dieses hier wegretuschiert. Ich weiß halt nur nicht, was ich für einen Schmuggel. Ich bräuchte da, glaube ich, echt einen Schleifer. Und ich habe einen Schleifer ja nicht. Und ich kann ja das jetzt schlecht irgendwie zum Schleifen bringen. Das heißt also, ich glaube, ich komme fast nicht drum rum, das zu überkleben. Na, wir können es ja auf jeden Fall mal versuchen. Ich würde jetzt hier einfach mal die passende Form ausschneiden. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Machen wir einfach mal dieses übertriebene Quadrat. Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, wir werden das dann lieber draußen kurz machen. Ich nehme euch aber mit. So, et voilà, hier sind wir schon auf dem Balkon. Ich habe noch nie mit sowas gearbeitet. Ich habe also keine Ahnung, wie das jetzt gleich abgeht hier. Das Ergebnis sieht so aus. Es kann sich sehen lassen. Ich finde, dass es ziemlich gut geworden ist. Es sieht auch wirklich metallisch aus. Stinkt übrigens wie die Hölle. Wir warten noch, bis es vollkommen trocken ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe dafür noch überhaupt keine Erfahrungen mit solchen Sprays. So, die Schnalle ist jetzt trocken. Schaut, trocken. Wir haben sie jetzt eingesteckt und kleben es dann auf diese Schnalle drauf. Und danach zeigen wir, wie es aussieht. Tschüss, Deutsche und Gabbana. So, bin ich jetzt mal gespannt, wie das hält. Vielleicht hätte ich es auch ein bisschen noch biegen sollen mit der Heat Gun. Das wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll gewesen. Also, die Schnalle ist fertig. Sie ist mit ganz einfachen Mitteln zu machen. Ich habe mir für keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel diese Farbe gekostet hat, aber sicherlich nicht mehr wie 2 Euro. Ich würde eher sagen, so 1,55 Euro beim Action. Falls ihr ein Action habt, könnt ihr euch dort diese Sprühfarbe holen. Macht es draußen, es stinkt nämlich brutal. Und ich habe es jetzt, glaube ich, eine Stunde oder sowas trocknen lassen. Und jetzt ist es kurz trocken. Also, und wie ihr seht, kein Aufwand, kein großer Aufwand. Wenn ihr zu Hause einen Gürtel habt, den ihr nicht mehr benötigt, der so eine Schnalle hat, dann könnt ihr das einfach draufkleben. Das ist dann gut fixiert da hinten durch diese dicke Schnalle, die eh schon da war. Und dann schneidet ihr aus diesem Schaumstoff einfach ein quadratisches Viereck raus. Quadratisches Viereck, also ihr wisst, so ein Quadrat eben rausschneiden. Ansprayen und danach mit der Heißklebepistole einfach auf diese... Alter, was ist das? Einfach auf die Gürtelschnalle drauf kleben mit der Heißklebepistole und fertig ist das Thema. Und letztens hatten wir es ja mit diesen Pistolenholstern.
Da habe ich euch ja auch eine Idee gezeigt, das könnt ihr hier locker auch mit Klettverschluss machen, dass ihr hier Klettverschluss bis runter macht und dann unten dieses um die Oberschenkel rum. Wie man jetzt diese Waffenholster macht, da müsst ihr natürlich nähen können. Ich kann leider nicht nähen. Und diese Waffen selber muss man halt billig auf Amazon besorgen. Aber da gibt es auch dieses Waffenholster gleich zusammen mit den Waffen für 15 Euro. Also theoretisch könnt ihr euch das holen und dann eben noch ein bisschen Arbeit in den hochwertigeren Gürtel stecken. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat mein Video inspiriert und gefallen und ich konnte euch ein bisschen entertainen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch ein paar Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und falls euch mein Kanal im Allgemeinen gefallen sollte, dann lasst mir doch ein Abo da. Darüber freue ich mich noch viel, viel mehr. Lasst uns eine große Community werden. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder auf Instagram, Facebook und auf Twitch. Und in diesem Sinne, bis dahin, don't forget, be unique. Mua.